HSV Joshua, vielen lieben Dank für dein Follow. Schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, es geht dir gut. Zu so später Stunde. Mach's dir bequem. Willkommen bei den Samtpfoten. War erst ab 90 möglich in der Prüfung, kommen alle Götterdämmerung ins Roulette. Ah, okay. Wieder was Goldes. Mal zu euch nach Moduna. Ah, du spielst auch einfach 14. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Hier wird gerade eine Anfängerin eingeführt. Ja, meiner leuchtet nicht mehr. Also nicht mehr so ganz. Ich gehe aber jetzt mal schlafen. Okay, mach das, Luna. Dir eine wundervolle Nacht und bis zum nächsten Mal. Und vielen lieben Dank, dass du da warst. Oh, ich finde das Ding immer noch so cool. Jetzt vor kurzem war ich noch froh, dass meiner einen Mokri hatte. So mit dem Bogen, da bin ich. Habe ich mir schon fast gedacht. Habe ich mir schon fast gedacht. Ja, ich bin froh, dass ich gerade so meine eine Klasse, die ich hier besitze, habe. Und irgendwie versuchen, mit klar zu kommen. Okay. mein böser Zwilling. Ja gut, das mit der freien Gesellschaft nehme ich noch nicht an, weil ich da ja noch mit Luna warte. Falls das jetzt einer von euch beiden war. Deswegen nehme ich das gerade grundsätzlich erstmal nicht an. Weil ich noch nicht weiß, ob ich in die Gesellschaft von Luna mit rein darf. Wobei der Bogen auch cool ist. Das ist echt cool. Also, irgendwann machen wir einfach so ein Fan-Treffen hier in FF14, ne? Oh, ich liebe Mokris. Ich brauche dieses Ding auch noch. Unbedingt. Wie kommt man an dieses Pferd überhaupt noch ran? Also an Ixion? Mm-hmm.
Ich glaube, heute zeigt dein Reittier. Ich liebe Reittiere. Und das ist aber, man kann nicht immer erwarten, dass Leute zum. Gab's auch. Gab's ja auch beim Event. Ah, okay. Ja, weil. Also, ich habe zumindest. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich habe gestern nämlich mal mit Kaya geguckt. Weil er jetzt halt gefragt hatte, weil er sich das halt über Steam holen möchte, wie das dann mit den Zusätzen ist. Und ich habe halt gesehen, dass wenn man halt die Zusätze quasi einzeln kauft, dass dann halt diese Reittiere dabei sind. Und deswegen dachte ich, okay, vielleicht sind die nur dabei, wenn man, ne, das jeweilige Addon kauft. Oder ob sie überhaupt noch dabei sind, wenn man es einzeln kauft und so weiter und so fort. Weil ich habe das damals ja in der Komplett-Edition geholt. Also was heißt komplett? Ich habe ja das Hauptspiel schon gehabt. Die Addons habe ich mir dann zusätzlich über diesen Shop da geholt. Alle drei zusammen. Und bei mir war dann halt nur der Mokri, der Baby-BMOS. Oh. Und Schokomoppel und das, diese Quirl, dieses Katzenviech. Oder dieses Viech hier. Die vier Sachen waren halt dabei. Und deswegen weiß ich halt nicht, wie es aussieht, wenn man sich das komplett einzeln tut. Da war ich dann halt auch ein bisschen überfragt. Er, wie gesagt, ab ja, Juni anfangen möchte. Wir leveln da, also wir leveln zwei Charaktere. Einmal im privaten Char. Und bekommt man nur über die Collector. Okay. Weil diese hier habe ich ja, wie gesagt, alle zusammengekriegt. So. Er würde sich das dann wahrscheinlich einzeln holen. Weil ihm das Hauptspiel vorerst erstmal reicht. Weil er ja erstmal hinterherkommen muss. Quasi. Bei ihm ist es dann halt so, dass ich dann ja mit in die. In die Indies gehe. Privat wie auch im Stream. Wäre dann für mich nämlich die Zeit, dass ich in der neue Klasse anfange. Deswegen möchte ich hier mit dem Charakter noch so weit wie möglich kommen. Erstmal. Weil, gut, Kaya wird immer dabei sein, aber schon manchmal. Deswegen frage ich lieber Leute, die sich auskennen. Weil ich ja so, ich bin Reittier-Fanatiker, Kaya interessiert es gar nicht und ja, ich möchte einfach nur wissen, ob ich auch noch Reittiere kriege, die da vielleicht in den Packs drin wären. Wenn man sie nicht in Collectors holt. Hä? Hey. Ich finde es so ein bisschen komisch, wenn das Katzenviech schwebt. Gut, ein, zwei Sachen würde ich wahrscheinlich heute noch machen. Wenn ich jetzt nicht habe, dann habe ich höchstwahrscheinlich entweder keine Lust irgendwann oder keine Lust auf den Shop. Gut, bei dem Shop, da habe ich mir ja jetzt gut zwei Tiere geholt. Aber ich konnte an der fetten Katze nicht vorbeigehen. Es war mein Fehler, ich habe halt geguckt. Was es da so gibt. Ich habe die fette Katze gesehen. Die muss man die fette Katze haben. Gut, und bei Karfunkel hatte ich noch Steam-Guthaben, worüber ich es gekauft habe. Also das war dann, ja, geschenkt quasi. Weil das Steam-Guthaben habe ich halt geschenkt gekriegt. Aber die fette Katze, ich konnte nicht anders. Geht nicht anders. Ich meine. Die ist so süß.
Die ist der Hammer. Es gibt kein Tier, was ich mehr feiere als dieses Viech. Wie gesagt, ich bin eigentlich, außer in Fiesta Online damals, eigentlich auch heute noch, bin ich eigentlich kein Fan von diesen ganzen Shops. Aber das Problem ist, wenn ich Katzen sehe, wenn irgendwas ist mit Katzen, ich muss es haben. So dumm, wie es eigentlich ist, selbst wenn es nur ein Kuscheltier ist, in echt, bei Karstadt oder Kaufhof oder C&A oder keine Ahnung, wenn da irgendwo so nur so eine Minikatze ist, scheiß drauf, wie die Qualität ist. Wenn es eine Minikatze ist, ich muss diese Katze haben. Also, ich habe tatsächlich, ungelogen, mindestens 10 Katzenkuscheltiere. Ich weiß, ich bin aus dem Alter raus, aber ich will Katzen haben. Ich will auch Katzen. Ich habe sogar noch diese elektronische Perils Friends Katze, die es früher gab. Als ich noch klein war. Ich glaube, das gibt es heute noch, diese Roboterkatzen oder Robotertiere. Gab es auch als Meerschweinchen und so. Ich hatte 2 Katzen. Ich hatte 2 lebendige Kater. Aber was wollte klein Aidaria haben? Sie wollte unbedingt diese elektronische Katze haben. Und die elektronische Katze funktioniert bis heute. Und sie wird auch bis heute noch gepflegt. Also jetzt nicht so, ne, mit Bürsten und so weiter. Aber sie sieht noch gut aus. Also sie ist noch gut erhalten. Steht zwar in der Ecke. Wird nichts mehr mitgemacht. Wäre auch seltsam, wenn, aber ich wollte diese Katze haben. Ja. Ich durfte die Katze eigentlich nicht haben. Was hat mein lieber Großvater gemacht? Ist tatsächlich später nochmal zu dem Laden gefahren. Hat diese Katze geholt. Für mich. Ich war überglücklich. Meine Großmutter war angepisst. Meine Eltern waren angepisst. Eigentlich alle waren angepisst. Nur klein Aidaria war glücklich. Weißt du, ich so mit strahlenden Augen dieses Tier da. Und alle hatten miese Laune. Ich weiß gar nicht warum. Ich weiß gar nicht, was sie hatten. Also ich war glücklich. Ich nehme alle mit dem neuen Trailer. Oh, Luna auch. Luna auch. Wobei, bei mir kann man. Also, bei mir kann man es. Mich kann man nicht nerven. Zumindest nicht mit sowas. Der Trailer ist nun mal geil. Er ist geil. So, da kann man nichts anderes sagen. Der ist geil. Wie gesagt, ich habe ihn mir mehrmals angesehen dann noch. Also den schon gesehen. Nein! Es gibt einen Trailer! Ja, natürlich. Oh Mann. Oh Mann. So. Wollen wir noch irgendwas zusammen machen? Noch irgendwas? Noch auf irgendwas Lust? Wenn nicht, kann ich auch die Hauptquest machen. Mir ist es egal. Ich weiß nicht was. Warte mal. Wobei, ich kann auch beides öffnen. Was für dich jetzt noch? Also, ne? Was Sinn macht, worauf du Bock hast. Ich hab hier so ein bisschen was. Ansonsten halt auch noch. Warte. Ich glaube, also das hier habe ich noch nicht gemacht. Ja gut, Prüfung habe ich noch nicht gemacht. Den Rest habe ich, meine ich, gemacht. Doch, müsste ich eigentlich gemacht haben. So muss gestern. Oh Gott. Ja. Ja, die eine Flasche sind leer. Aufklicken und dann auf das Fenster reicht schon. Nö. 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 Nein, alles nicht. Schon wieder so lange her. Ich weiß, dass ich gestern privat noch gespielt hatte. Oh, mit dem hier. Dann bist du Stufe. Also das hier.
Oder. Ah, nee, das da. Oder? So. Okay. Ja, ich bin immer verwirrt, wenn. Ne? Weil das hier ist. Doch, das ist jetzt neu. Stufensteigerung habe ich ja ab und an. Ab und an habe ich es ja gemacht. Nicht oft, aber wenn, dann habe ich. Gut, eine halbe Stunde bis 2 Uhr noch. Jo, das passt. Den Gearscore an. Braucht immer ein Minimum. Das Witzige ist, ich habe vor, ich glaube, 3 Tagen erst kapiert, was der Gearscore ist. Ich habe da vorher nicht drauf geachtet. Bis ich, bis ich halt mit Luna gespielt hatte. Da ist mir das dann auch mal aufgefallen. Als ich dann in der Hauptstory nicht weiterkam. Den mag ich ganz gerne. Ja, well. Da raus. Ja.
ich sie mal wieder hoch konzentriert ist. Es gibt ja tatsächlich Leute, die dabei echt ruhig und entspannt sind. Und dann komme ich. Nichts davon ist. Irgendwie mag ich den neuen Bogen. Hat irgendwie was. Wobei ich immer noch sagen muss, dass ich meinen Bogen vermisse. Na gut, den Bogen habe ich ja noch. Mal ganz abgestellt. Yeah.
Scheiße. Im Moment, wenn man irgendwas anklickt. Ich glaube, 2 Uhr kriegen wir auf jeden Fall die Zeit wunderbar durch. Ja, das war hier die Stelle beim allerersten Mal, wo ich nicht gescheckt habe, dass ich mich hier durchteleportieren muss. War lustig. Nicht. Überhaupt nicht lustig. Sehr schön. Damit hätte doch super geklappt. Ausnahmsweise mal. Wie lange geht die Prüfung ungefähr?
Oh, mein Daumen. Ja, okay. Dann machen wir das noch. Na, passt das. Dann reicht das, glaube ich, für heute. Dann haben wir bis 2 Uhr die Zeit durch. Dann, wie gesagt, müsste es, glaube ich, Montag weitergehen. Sofern ich Sonntag nicht weitermache. Ist ja schön, dass wenigstens man nicht mehr auf mich warten muss. Diesmal versuchen wir bei Titan nicht zu sterben. Wenn man 2 Meter 2 hinten steht.
Ach ja. Ich weiß nicht, Titan finde ich tatsächlich irgendwie vom Schwersten. Und auf ein neues. Und diesmal ja nicht runterfallen. Ja nicht. Wie gesagt, diesen Boss finde ich gar nicht mal so einfach.
Uiuiui. Ich denke, wer kommt von mir? Der war vernünftig. Okay. Ach ja. Stimmt, vor 2 Uhr beendet. So, in den letzten paar Sekunden habe ich schon gar nicht mehr auf die Uhr geachtet. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du mit mir heute ein paar Inis gemacht hast. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, beim zweiten Mal bin ich nicht runtergefallen. Das erste Mal. Ne? Oh, wie blöd war das? Vor allem, das war so ein Millimeter. Es war so ein klitzekleines Millimeterchen. Und aber der Fall war gut. So, du fällst erstmal und fällst und fällst und fällst und denkst dir so, okay, lande ich auch irgendwann mal unten. Aber das zweite Mal habe ich es wenigstens geschafft. War nicht ohne Tod, aber ich wurde wenigstens noch wiederbelebt. Wenigstens das. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich. Und ja, wie gesagt, oh Gott. Ich würde die nächsten Male sicher besser. Ja, brauche halt Übung. Ich denke, ich brauche einfach nur Übung. Dann funktioniert das.